Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den letzten Erfolg hier aus dem Konservatorium der Königin. Dementsprechend solltet ihr Night Feature haben, um das Ganze abschließen zu können. Wir sind beim Achievement erstmal hier einmal unter Erweiterungsfeatures und dann unter Paktziel-Sankten angesiedelt. Und hier haben wir dann den Erfolg, alle Geister groß und klein. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Schließt Lias Questreihe ab, um alle Tiere im Konservatorium der Königin wiederherzustellen. Und ja, was wir dafür machen müssen, liegt auf der Hand. Wir brauchen als allererstes, weil es ein Paktsankten Bereich unterwegs ist, einen Char, der dementsprechend bei den Nightfee ist. Dann, sobald ihr einen Nightfee-Char habt, sollte der auf Stufe 60 sein, sonst können wir nämlich die Gebäude nicht bauen und wir brauchen nämlich hier im unteren Teil des Herz des Waldes beim Sanktum-Reservoir ein Gebäude, das wir bauen müssen, und zwar das Konservatorium der Königin. Und hier müssen wir jetzt das Konservatorium der Königin auf Stufe 4 bauen, um den Zugang zur Quest zu kriegen für den dritten und letzten Geist, der uns dann dementsprechend Weekly Quests ausgibt. Ich habe euch schon die anderen Questreihen gezeigt, beziehungsweise die Achievements dazu. Sowohl bei Stufe 2 gibt es einen Geist, bei Stufe 3 gibt es einen Geist und jetzt den letzten bei Stufe 4. Und bei allen anderen, beziehungsweise auch bei dem, funktioniert das gleich. Wir graden das Gebäude ab, hier in dem Fall auf Stufe 4. Und dann laufen wir einmal rein ins Konservatorium der Königin. Und hier ist es so, dass uns ein netter NPC, und ich meine, das war auch wieder hier in dem Fall Blümchen, eine Quest gibt. Und bei dieser Quest müsst ihr wieder in eine Instanz rein und den Endboss umboxen. Das ist übrigens egal, in welcher Schwierigkeitsstufe ihr das macht. Ihr könnt es im Normal machen, im HC, Mythic, Mythic Plus, ist vollkommen egal. Sobald ihr das gemacht habt, bekommt ihr einen legendären Samen. Diesen legendären Samen könnt ihr hier überall einpflanzen. Der wird nicht dadurch beeinflusst über diese epischen Katalysatoren, also da kommt dann kein besserer Loot raus, da kommt immer ein Geist raus, egal was ihr macht. Das Einzige, was ihr machen könnt, was Sinn macht, sind die Temporalblätter, dass ihr die vorher im Ran bastelt und dann den Samen reinsetzt, denn der Samen braucht Baseline 7 Tage zum Ausbrüten und mit jedem Temporalblatt, was ihr vorher hinplatziert habt, geht es halt um einen Tag runter die Zeit. Heißt, man kann es halt dann auf 4 Tage zum Beispiel runterdrücken. Oder wenn ihr hier schon auf 5 es abgegradet habt, könnt ihr sogar auf 3 Tage runterdrücken. Sobald ihr dann so lange gewartet habt und der Geist ausgebrütet ist, habt ihr dann dementsprechend die Geister hier oben stehen. Zwei haben wir uns ja schon angeguckt, Valvir haben wir uns schon angeguckt und Ohm haben wir uns schon angeguckt. Den gibt es bei Stufe 2 und Stufe 3 und hier den, was wir jetzt brauchen, Lia, ist quasi bei Stufe 4 der Fall. Sobald wir sie da oben haben, kriegen wir jede Woche eine Quest von ihr. Und wir müssen insgesamt 3 Wochen lang Quests machen. Hier sind es eigentlich relativ simple Sachen. Ihr müsst für jede von diesen 3 Quests in ein Gebiet fliegen und quasi ein Wildtier retten. Und sobald ihr das Wildtier dort gerettet habt und es einmal hier zurückbringt, habt ihr das hier im Konservatorium der Königin und könnt es auch streicheln. Also hier sehen wir zum Beispiel, hier haben wir so ein Tier, das kann ich streicheln. Und da hinten rennen noch ein paar rum. Ich weiß gar nicht, ob ich den auch gerettet habe. Ich meine schon. Und hier hinten war auch noch mal irgendwo einer. Wo hier hinten war noch... Ah ja, genau. Seht ihr? Hier ist noch einer aus dem Frostfeuer. Gerade habe ich den raus. Frosty. Die kann man dann auch streicheln. Viel mehr bringen sie ehrlich gesagt nicht. Und sobald ihr 3 Wochen hintereinander quasi die Quest gemacht habt, bekommt ihr dann das Achievement. Und mehr ist es im Endeffekt nicht. Heißt, wir müssen das Gebäude auf 4 bauen, dann die Quest mit dem Samen annehmen, Samen einpflanzen, die Zeit abwarten, bis der Samen rauskommt, haben dann den NPC, 3 Wochen lang können wir dann die Weekly Quests machen. Wenn ihr eine Woche zwischendrin das nicht schafft, ist es auch nicht wild, dann dauert es halt für euch eine Woche länger, ne? Aber es ist echt nicht viel, was ihr machen müsst. Ich kann euch jetzt hier einfach nochmal die Übersicht zeigen. Die 3 Quests haben wir hier. Spirits, Great and Small heißen die im Englischen und wir müssen halt in verschiedene Bereiche gehen. Also hier müssen wir einmal in den Frostfeuergrad, dann einmal in den Konleigipfel
Und dann müssen wir hier als letztes noch einen Tirigade-Sound. Übrigens, alle diese Quest-Sachen werden euch auch angezeigt auf der Map. Also ihr seht relativ easy, wo ihr hinlaufen müsst. Ne? Also das sind auch keine schweren Quests. Das Einzige, was halt nervig ist, dass es getimegated ist, wie die anderen auch. Ich habe euch bei denen das auch schon in einem extra Video-Guide erklärt. Das ist halt auch eine Timegate-Geschichte. Falls ihr die Videos nicht gesehen habt und ihr die anderen Geister hier auch schon stehen habt, macht alle drei Quests, die braucht ihr alle für andere Achievements und dementsprechend sind es alles drei Weekly Quests, wo ihr dann jede Woche immer die Quests weitermachen müsst, um die Achievements zu kriegen. Gut, damit wären wir am Ende mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.